Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls von Skyrim. Ja, und ich sehe schon, da taucht das nächste Mammut auf. Allerdings wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal auf Mammutjagd direkt schon wieder gehen, nachdem wir das letzte Mal ja dieses schicke Mammut da oben erledigt haben. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Es könnte sich unter Umständen lohnen, so einmal zack, den Zwergenbogen ausgepackt. Und einmal dem netten Kollegen da. So, Lydia, greif mal an. Und vielleicht können wir ja hier auch wieder die Marquis auspacken. So, einmal die Flammen. Ja, und wenn der jetzt direkt bei Lydia steht, habe ich ein bisschen Bammel, dass ich Lydia ebenfalls treffe. Jetzt steht er da oben. Alles klar, alles klar. Oh, das ist... Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, bevor ich hier irgendwas mache. Ah, der ist sich gerade da oben festge... Was geht denn hier los? Ich weiß nicht, was los ist. Da ist das Mammut. So, da kommt das Mammut wieder an. Manni, wo bist du? Manni! Ja, letzten Endes haben wir sowieso keine andere Wahl, außer vielleicht dann doch hier ein paar Mal auszuweichen, wenn es notwendig wird. Oh, ein bisschen weiter weg. So, wir haben es fast erledigt. Und hier Nasser lebt auch noch. Sehr, sehr schön. Puh, Leute, okay, das zweite Mammut. Gar nicht mal so verkehrt. Mammutrüssel, nehmen wir natürlich mit, den Stoßzahn auch und die Farmerfalle natürlich, natürlich. So, wir schauen mal kurz ins Inventar. Ja, 260 von 340 ist noch okay. Genasser, ich danke dir. Du hast dich richtig, richtig gut geschlagen. So, wir aber möchten jetzt, oder beziehungsweise vielmehr ich möchte, jetzt erstmal weitergehen. Ja, da oben gibt es ein bisschen was zu entdecken. Dorthin, das ist Redorans Zuflucht, was ich eigentlich markiert habe. Jetzt ist die Frage, was ist dort hinten denn noch? Denn gleichzeitig juckt es mich auch in den Fingern, hier so ein bisschen was zu entdecken. Ich denke mal, ihr könnt es auch nachvollziehen. Skyrim ist immer ein Abenteurerspiel und ich mag Abenteuer. Was haben wir denn hier? Ein Fuchs, der abhaut. Okay, bei den Gegnern kann man natürlich hier mal direkt so, zack, nochmal ein bisschen die Skulls. So, die ist schon mal tot. Wo ist die andere? Ah, da ist ja noch eine. So, zack. Mal ein bisschen die Skills trainieren mit dem Schwert. Ja, wie gesagt, ich versuche ja irgendwo eine Balance zu halten und man trainiert ja. Man trainiert ja letzten Endes alles, während man es benutzt auch. War der gerade noch? Hallo? So. Ich weiß zwar nicht, ob die junge Dame da hinten noch lebt, diese Schlankrappe. Ja, nein, tut sie natürlich nicht. Alles klar, dann können wir doch mal... Zack. Schön, dieser Schrei bewirkt also tatsächlich, dass diese jungen, netten Krebse... Herr Krebs, Frau Krebs stirbt. Was natürlich auch eigentlich auch Sinn macht. Ich meine, die können ja nicht allzu viel aushalten. Moment, so, zack. Und wo mal vielleicht mal da lang gelaufen. Einfach mal geschaut, was es hier noch alles gibt. Was es hier nicht alles gibt. So. Ich höre irgendwas. Ich höre was, Leute? Ihr wahrscheinlich auch. So, was haben wir denn da? Steine. Ja. Huch. Hallo? War das ein Bär? Was ist das? Egal, was es ist. Da. Oh. Der Bär, du bist es. Ja, wir wollen den Bär natürlich. Ja,
Ja, und natürlich ist Christi schön. Ich sehe es schon, ja. Jenessa stand hinter ihr, hinter den Bären. Und trotzdem haben wir irgendwie auf sie gezielt. Nein, Leute, das mache ich nicht mit Absicht im Himmel. Sammle 10 Bärenpelze für Temper Langarm, ja. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, wenn ihr es wünscht. Ich weiß, wir sind vom selben Schlag und ich möchte dir ein bisschen was nochmal geben. Eisen-Zweihänder zum Beispiel. Zack, wenn wir schon einmal dabei sind. Ja, das Mondstahlschwert, das kann ich dir natürlich auch geben. Genauso wie den geisterlichen Bogen. Stabpfeil. Ich hoffe, die junge Dame Jenessa nutzt jetzt nicht diese Axt. So, Bekleidung. Schlagenrüstung. Holzmaske behalten wir natürlich selber. Okay, alles klar. Ja, nein. Jenas hat es so, ist das aber nicht gedacht. Wenn ihr es wünscht. Ich nehme ihr nochmal bei den Waffen. Wo ist er denn jetzt, die Axt? Zwergenstreitaxt. Ja, die nehmen wir dann halt an uns. Warum? Ich verstehe gerade nicht, was hier falsch läuft. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier falsch läuft, Leute. Ich meine, das kann man eher ruhigen Gewissens geben, wenn sie schon mit den anderen da Sachen da schon rumläuft. Eisen-Zweihänder, den behalten wir dann halt auch bei uns. Ja gut, Leute, dann geht's halt nicht anders. Dann mal los. Ja. Auch wenn ich wünsche, ich weiß nicht, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen, dass die junge Dame dann letzten Endes dann doch irgendwo dann auch zwei Waffen verwendet, ja? Ich weiß nicht, ob es so klug ist, hier lang zu gehen. Ich schau mal in diese Richtung. So, dort war auf jeden Fall erst einmal ein Lavendel, aber da vorne sind Steine, ne? Und Leute, ja, ich weiß, ich muss mich heilen. Heilen funktioniert nur an Schreinen und so weiter und so fort. Ja, das habe ich mir mittlerweile gemerkt. So, wir gehen erstmal hier hin. Staubmannsgrab entdeckt. Ja, das ist natürlich schön. Wunderschön. Was war das gerade? So. Okay, dann können wir hier natürlich... Oh Leute, man macht das gerade so ein bisschen zu schaffen letzten Endes, dass ich immer noch unter diesem, ja, nahezu Vampirismus da leide. Ich weiß gar nicht. So, Schrein. Wir brauchen einen Schrein. Ich weiß halt gar nicht, wo und wie und was und wie und wo, ne? Also mit den Schreinen. Ich habe keine Ahnung. So, da ist die Stadt von Meridia. Einsamkeit. Letzten Endes könnten wir ja nicht nach Mortal. Zack, zack, zack. Schrein von Merunes Dakun. Ist da was? Wir machen mal eben eine Schnellreise dahin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vor allem Schrein von Merunes Dakun. Da fällt mir nämlich auch gerade was ein. Da kommen wir nämlich auch nicht rein. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Oh je, oh je, oh je. So, hier ist noch ein Schrein. Ne, ist eine Statue. Ja, ich weiß, das mit den Schreien, das habt ihr mir ja in Kommentaren geschrieben und da bin ich auch dankbar für. Jetzt letzten Endes ist trotzdem die Frage, wie bekommen wir das hin? Vielleicht doch mal nach Weißlauf, dann denn dort ist ja auch die eine Dame gewesen, für die wir ja letzten Endes das Harz von diesem einen Baum da geholt haben. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Okay, wer auch immer da jetzt gerade... Ja, dein Blutwald und deine Vampirkräfte erwachen. Ja, sehr, sehr schön. Sind wir jetzt ein Vampir oder was? Sind wir jetzt ein Vampir geworden? Was? Ihr braucht etwas? Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Oh Gott, Leute, was mache ich denn da nur? Was mache ich denn da nur? Nicht nur, dass ich bis jetzt immer noch nicht Lydia besucht habe. Hier in dieser Stadt, wo sie ja herkommt. So, was haben wir denn hier? Moment, Moment, zack. Einmal die beflaggte Meere.
Heimskrisshaus, trunkener Jägersmann. Friesenheim. Warte, sie soll das Haus? Oder was ist das hier? Was? Ja, Tempel von Kühnaret, genau. Dort wollte ich einfach mal hinschauen. Ob man sich dort heilen lassen kann. Das heißt, wir müssen links. Da lang. So, nochmal hier kurz drauf geschaut. Ja. Und dann betreten wir doch einfach mal diesen Tempel hier und ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Verwunderter Soldat, hey. Ein Hallo, Kind von Kühnaret. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ja, wir können natürlich hier trainieren wieder, aber nein, können wir gar nicht. Wir haben das ja schon gemeistert. Das ist halt jetzt die Frage. Die Gnade von Kühnaret euch. Hm? Mögen die Götter euch segnen. Ja? Das ist nicht gerade nett, Leute. So, haben wir denn jetzt hier noch, Moment, jetzt muss ich kurz mal schauen. Ja, ich glaube, hier war es nämlich nicht, oder? Fertigkeiten? Fertigkeiten war es definitiv nicht. Oh, Leute, ist das kompliziert, wenn man das alles noch nicht so oft gemacht hat. So, aktive Effekte, dann schauen wir mal. Anfälligkeit für Feuer. Ja, dein Vampirblut senkt deine Anfälligkeit für Feuer. Warum Vampirblut? Ich will das doch gar nicht, oder hört das irgendwann auf? Ausdauer, Blitzresistenz. Der Fürst, Markierresistenz. 50 Punkte. Achso, der Fürstenschaden, ja, alles klar. Ja, dein Vampirblut verleiht dir einen Widerstand von 100%. Heißt das jetzt, kann ich mehr zum Mensch werden? Ich bin jetzt ein Vampir. Bin ich eher eine Krankenschwester als eine Priesterin. Ja, das ist schön und gut, aber ich mache mir gerade tatsächlich mal Gedanken darum. Vampirsicht, Vampirsklave, hallo? Schreie, Wiederherstellung, Heilung vielleicht. Ich pflege all jene, die in diesem Krieg gelitten haben. Ich halte das nicht aus, Mann. Ist das etwa Magie? Seid vorsichtig, bitte. Ah ja, das ist Magie, da habt ihr fast vollkommen recht. So. Oh Gott, Leute, ich weiß es nicht. Wie komme ich denn? Ich weiß, diese Zeiten stellen uns alle auf eine harte Probe. Viele suchen den Tempel von Kühnaret ab. Ja. So ist es. Der himmlische, ja, das kann man ja jetzt alles schon. Schließlich ist sie es, die unserer Saat Regen schenkt und an Erntetagen für gutes Wetter sorgt. Das ist ja schön und gut. Das Problem ist nur, Leute, wenn wir jetzt ein Vampir sind, Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Ich will eigentlich kein Vampir sein, Leute. Ich will doch kein Vampir sein. Ich fühle mich schon besser. Wie kriegt man das denn wieder hin? Ja, lesen der Bettlerprinz, Ahnen und Duma. Okay, das scheint alles nur. Ihr gibt keine Bücher, ne? Über Vampirismus oder sowas? Oder habe ich einfach nur irgendwas übersehen? Ich meine, wenn ich wüsste, dass ich wirklich nur nachts zum Vampir werde, ja, und tagsüber Mensch bleibe, dann wäre das ja alles noch halbwegs hinnehmbar. Oh mein Gott, was machen wir nur? Was mache ich nur? Wenn wir mal ein, wer hier sind. Zack.
gehen wir direkt mal in die Halle der Toten. Dann haben wir hier Andor. Hier sind natürlich auch noch ein paar Bücher, die wir natürlich alle nicht mitnehmen können. So, haben wir hier noch irgendwas? Die Hoffnung der Redoran. Oh Gott, sind das viele Bücher, Leute. So, was haben wir hier? Schein von AK. Aktive Effekte. Ja, Anfälligkeit für Feuer ist immer noch da. Das heißt, wir sind immer noch ein Vampir, ne? Ich wollte doch kein Vampir werden, Mensch. So schnell geht's aber. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind ja auch in der Halle der Toten jetzt nicht nur, um einfach hier daher zu trauern, dass wir jetzt auf einmal ein Vampir geworden sind, sondern auch um hier... Moment, Weißlauf Katakomben. Das ist... Sollten hier nicht die Grabsteine sein oder sind die jetzt da unten drin? Wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz hier rein bei den Katakomben. So. Das nehmen wir mit. Den Rest kannst du behalten. So. So, alles klar. Das ist natürlich immer wieder Stehlen von Utgert, die Unfall. Tatsächlich, Leute, wie geil ist das denn? So, und ich muss ein bisschen... Ne, Skelett. Knochenmehl nehmen wir auch mit. Und ich muss hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versehentlich... ja, die gute Jenassa noch umbringe. Also, Utgert ruht hier schon mal. Utgert, die Unfolgsame, das ist ihr Sarg, das ist Wahnsinn. Und nein, ich glaube nichts von ihr. Um Himmels Willen, warum soll ich... Warum sollte ich überhaupt von meinen ehemaligen Begleitern, die hier tot lagern oder tot ruhen, überhaupt irgendwas klauen? So, aber dass Utgard hier oben liegt und Lydia ganz woanders, das wundert mich schon ein bisschen. Ruhe in Frieden, Utgard. So, aber nichtsdestotrotz. Ja, den Kaltbeutel kann man natürlich mitnehmen. Den Becher, den braucht man nicht zwangsweise. Noch ein Geldbeutel. Okay. Becher. Okay, hier scheint einfach nichts mehr zu sein. Wir gehen nochmal ein Stückchen tiefer. So, da kommen wir runter, da kommen wir runter. Gehen wir hier lang. Ja, vor den Skeletten braucht man nicht wirklich selber Angst haben. Also wenn hier wieder welche auftauchen. Die Nasser, das gebührt sich aber nicht, hier in so einer Katakombe einfach mal den Mund so aufzureißen und loszugehen. Das macht man einfach nicht. Ich meine, klar, Genen ist ein natürlicher Trank, aber letzten Endes... aber letzten Endes macht man es trotzdem nicht. Schale, Tasse, Beistelltisch ist leer. So. Dann haben wir hier eine Eisentür. Eine Schale. Aber wo ist Lydias Grab? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ich meine, dass Utgert, ja, tot ist. Oder liegt es einfach daran, dass sie noch da unten ist? Lydia, dass sie da unten im... Ja, bei diesem Mechanismus da gestorben ist und ich sie nicht mit rausgetragen habe. Könnte es sein, dass es daran liegt, dass sie jetzt für ewig da unten... beziehungsweise ihre Leiche für ewig da unten liegt. Das wäre natürlich äußerst schlecht für mich. Denn, was heißt schlecht für mich, ich mag das einfach nicht, wenn das so ist. Ich meine, den Toten sollte man schon ihre Ruhe gönnen. Okay, also nochmal Nachforschung anstellen. Das heißt, wir müssten nochmal, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ich weiß ungefähr, wo sich es auf der Karte befindet. Und wenn ich es lese, dann weiß ich es auch wieder ganz genau, ne? Also wenn ich den Ortsnamen lese. Ja, Utgert
Haben wir gefunden. Und eigentlich sollte sich auch Lydia hier irgendwo befinden, aber das tut sie offensichtlich nämlich nicht. Seien sie wäre nicht tot. Das wäre natürlich klasse, denn dann würde ich nur hoffen, dass man sie irgendwo findet und ihr sagt, ja, komm mal bitte wieder mit, junge Dame. Das wäre natürlich ein Traum, aber ja, ganz so einfach ist es auch wieder nicht, weil es ist kein Traum. Das ist hier... Ich meine, wir haben gesehen, wie sie gestorben ist. Okay, Leute, schade, schade, schade. Ja, hilft alles nichts. Dann können wir hier wieder rausgehen. Zumindest mal konnten wir Utgard die letzte Ehre erweisen, so mehr oder weniger zumindest. Oh, zack, das Stück mal wieder weg. Oh, gleichzeitig sind wir noch zum Vampir geworden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ich weiß nicht, was der sagt, wenn wir jetzt hier drin sind. Zack, ich wollte eigentlich nochmal mit ihm reden. Nähren? Nee, ich will mich nicht nähren, ich will mit dir reden. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Mit diesem furchtbaren Krieg bin ich ein wenig überfordert, ebenso wie die Katakomben. Krieg ist nie was Schönes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, der gute Herr kann uns nichts weiter sagen. Wir hätten uns von ihm nähren können, aber das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Oh Gott, das heißt, wir müssen uns hier irgendwo... Nee, ich muss mir hier noch irgendwo was einfallen lassen. Ob ich den Vampirismus dann doch irgendwie loskriege. Aber bis es soweit ist, Leute, ja, müssen wir wohl oder übel als Vampir hier durch die Gegend ziehen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Man konnte mal Utgard die letzte Ehre erweisen. Lydia haben wir leider nicht gefunden, obwohl sie hätte eigentlich auch da sein müssen. Weiß ich nicht. Mittlerweile habe ich wirklich die Befürchtung, dass sie immer noch da unten in diesen Katakomben, bei diesem Mechanismus da noch liegt, wo sie uns ehrenvoll verteidigt hat, wo sie mit uns gekämpft hat, wo sie ihren letzten Kampf geführt hat. Ja, das bedarf auch nochmal einer Kontrolle, beziehungsweise nochmal einer Überprüfung, ob diese Dame, ob Lydia wirklich dort ist. Ich weiß es nämlich nicht. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, Leute, ihr wisst zwar eh Bescheid, also ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ja, wenn ihr wissen wollt, ob der Vampirismus letzten Endes doch zu heilen geht irgendwie, obwohl wir jetzt schon zum Vampir geworden sind, ja, dann schaltet doch einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann, Leute. Ciao.